Hallihallöchen, Sportsfreunde, weiter geht's mit Mario Star Road. Bevor wir in die nächste schwere Welt aufbrechen, werden wir das hier machen. Deep Dive in the Cave, bla, so. Denn hier gab es noch eine Mission, die wir noch nicht... Ach, bin ich gut. Okay, Moment, dann werden wir eben... Ja, hier runterrutschen und... Zackerwusch machen. In einer anderen... Schon wieder den falschen Weg gelaufen. Geil. In der dritten Welt, in der wir nämlich waren. Da gibt es jetzt noch einen Spaß. Wow, direkt rein, geil. So. Dann hier fehlen uns sogar noch zwei ganze Sterne. Die können wir deswegen nicht machen, weil wir den fünften von diesen sechs Sternen noch nicht machen können. Den sechsten können wir dann erst machen, wenn wir den fünften nämlich haben und den sechsten direkt auswählen können. Da gibt es nämlich ein wichtiges Element für die sechste Mission, was nämlich nur da ist, wenn man die sechste Mission auch ausgewählt hat. Gut. Dann machen wir das eben, ist kein Problem. Den haben wir ja im letzten Part erfolgreich freigeschaltet, den Metall Mario. Metallkappe. Und damit hätten wir auch schon den Stern. Ihr seht, keine große Herausforderung. Und da hinten dürftet ihr auch eben schon den nächsten Stern gesehen haben, den wir denn dann holen werden. Ja, freu dich mal nicht zu doll, das war jetzt eine einfache Aufgabe. Arschbombe. Gut, dann werden wir uns aufmachen, direkt zur nächsten Mission. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier direkt den richtigen... Doch, ich laufe den richtigen Weg und ich lasse mich ownen. Cool. Du, 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 dieses Lied macht so viel Spaß und ich gebe jetzt Gas. Gas. Nicht ans Totreich denken bei diesem Wort. Egal, gut. Hoch mit... Wieso kommst du nicht raus? Böses... Tier? Hallo? Ah, so, jetzt kommst du raus, okay. Na, du? Greif an meinen Pillermann und dann zieh ich dich hoch. Okay, gut. Greifen wir mal seinen Pillermann und lassen uns hochziehen. Schubi, du schnack, schnack, schnackadack, knack. Ich fliege jetzt hier ein bisschen links rum und so und nicht direkt geradeaus drauf los auf den Sternen, denn wenn ich jetzt noch ein bisschen links, rechts fliege und so, dann muss ich mich nicht extra fallen lassen und hoffen, dass ich den Stern treffe, sondern mich direkt auf richtiger Höhe. Aber ich sollte nicht zu lang brauchen, weil sonst komme ich nicht mehr ran oder so. Das wäre dann auch schade. Gut. Das war wieder ein geschenkter Stern. Das ist doch gechillt, sowas. Da, 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 da. Und weiter geht's im Takt. Gut. Jetzt können wir in die epische Epic Doom Welt gehen. Sie ist nicht wirklich schwer, aber sie ist den Welten, die wir bisher hatten, meilenweit vom Schwierigkeitsgrad voraus. Denn sie ist böse. Und böse ist gut. Big Boo Tower ist normalerweise die erste Mission, aber ich mache erst eine andere Mission. Einfach so, weil... Keine Ahnung. Halten wir das so fest. So. Denn hier müssen wir erstmal auf diesem gefährlichen Gestell rumlaufen. Es ist nicht wirklich gefährlich, aber es ist gefährlich. So. Das ist jetzt sehr logisch, was ich euch da wieder vertickern wollte. Das ist ein, lassen wir es einfach darauf beruhen, dass ich Blödsinn erzähle. Aber das ist ja nichts Neues mit dem Blödsinn. So, zack, du bist tot. Müssen wir eben noch einen Dreisprung verüben und dann haben wir diesen... Moment. Okay, Moment. So. Zack. Damit haben wir den 30. Stern im Spiel. Wow, wir sind schnell. Wir sind gut und wir sind stylisch. Oh ja, stylisch ist gut. Wie auch immer, gut. Das war... Mhm, genau. Das war jetzt toll. Das war die zweite Mission normalerweise. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Big Boost Tower, würde ich sagen. Big Boost Tower ist nämlich schon eine schwierigere Mission. Genau, das meinte ich damit. Congratulations. Naja, okay. Das ist jetzt eine Ausnahme gewesen, dieser Tod. Das wird jetzt hier nicht mehr vorkommen, hoffen wir doch. Beziehungsweise ihr hofft, dass es noch vorkommt, aber ich hoffe, dass es nicht mehr vorkommt. Also, gibt's doch zu, ihr Schlingel. Ich weiß, dass ihr mich sterben sehen wollt. Genauso wie dieser Tod. Genauso. Und rein da. Ich sagte rein da. Gut. Big Boost Tower immer noch. Ich sehe gerade, das ist ja schon die fünfte Welt, in der wir sind. Meine Fresse, das geht ja hier
weg wie nix, die Welten. Schon wieder Fail. Ihr seht, das Teil, was da rumliegt, das ist ein Buch aus Paper Mario. Und Paper Mario Sprites sind also allgemein böse. Ihr werdet noch sehen, warum die böse sind, denn es gibt noch viele andere böse Sprites von Paper Mario in diesem Spiel. In naher Zukunft. Wow, und ich dachte, ich falle da wieder runter, aber nein, aber nee. So, du stirbst. Jetzt kommt eigentlich schon das Schwierigste mit dieser Mission. Der böse Dreifachsprung des bösen Haramasch. Nee, keine Ahnung, was weiß ich. So, jedenfalls einfach mal hochspringen eben. Ist kein Problem. Nein. Das ist aber schon ein Problem, Mario. Wenn du dich meinen Befehlen widersetzt, dann finde ich das echt nicht gut. So, und hier eben Big Boo. Müssen wir eben töten. Geht's dir gut oder warum machst du Geräusche vom Womp-Boss? Den wir in diesem LP auch schon besiegt haben. Im zweiten Part müsste das gewesen sein. Weiß ich jetzt nicht so auswendig, aber das müsste so gewesen sein, ja. Und damit hätten wir schon wieder einen weiteren Stern in dieser Welt in Gloomy Garden. Ich muss gerade wieder ein bisschen überlegen, aber nee. Aber nö, ich muss nicht überleben. Überleben, genau. Überleben muss ich nicht, nee. So, damit hätten wir das auch schon wieder geklärt für uns. Der nächste Stern, das Secret Tunnel, gut. Es ist nicht sonderbar wow, das war gerade gefährlich und knapp und so. Hier an der Seite werde ich übrigens auch noch hochspringen, das werdet ihr noch früh genug sehen dürfen. Worum es da geht. So. In so einer Welt, wo man halt viel runterfahren kann, ist es vor allen Dingen dann schwer, die 100 Münzen-Mission zu machen. So, das ist der Secret Tunnel. Diese... Moment. Diese tollen Lichter. Wir dürfen nur auf die Lichter springen. In den Lichtkegel quasi. Auf den Grund des Lichtkegels, denn sonst... Ja, versinken wir im Sand. Das ist dann an dieser Stelle nicht vorteilhaft. Damit haben wir es geschafft. Jetzt sind wir zwar im Sand versinken, aber nicht, weil wir es geschafft haben. Epic! Geil und man. So, Highscore, cool. Highscore. Aber schreibt man Highscore nicht zusammen normalerweise, weil da steht gerade Highscore. Also jetzt würde man sagen, hallo Score. Irgendein Typ, der Score heißt und dem sagt man hallo. Okay, das ist belangloser Quark, den ich euch hier erzähle. Müsst ihr mir eigentlich auch schon wieder gar nicht zuhören. Da könnt ihr schon wieder abschalten, glaube ich. Ich glaube, in meinen LPs hört sowieso niemand zu. So, zack. Und what the fuck, die Plattform waren eben noch nicht da. Natürlich, man kommt hier nur zu diesem Stern, wenn man auch wirklich diese Mission auswählt. So. So, hier im Hechtsprung ist schwieriger. In den Hechtsprung ist hier halt einfach, oder allgemein in den Sprüngen ist, dass die Plattform sich drehen. Was aber... Wow. Das wäre fast der Tod gewesen. Das war knapp, kann man sagen. So. Und hier rüber. Damit hätten wir den Stern jetzt auch schon wieder gesammelt. Schnapszahl 33. Gut. Und weiter wieder rein. Aber jetzt werden wir uns erstmal ein schönes Secret holen, weil eigentlich müssen wir jetzt die... Ja, und das Gestell ist plötzlich zusammengebrochen. Jetzt müssen wir eigentlich die 6 roten Münzen sammeln. Aber ich glaube, ich werde erstmal... ein Secret holen. Es ist ein Secret wie in Chakya Harbor ungefähr. Das heißt ungefähr, es ist quasi das gleiche Secret, könnte man sagen. So. Hier hatte ich beim ersten Mal beim Spielen immer Probleme raufzukommen. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist schön. Aua. Gut, eigentlich müssen wir mit dieser Plattform fahren und die roten Münzen einfach so einsacken auf dem Weg. Aber wir gehen erstmal hier hin, zum Secret. Denn, da kann man auch drauf kommen. Denn hier, dieser Buu sagt... Follow the light. Das heißt im Licht. Man könnte meinen, er meint nur die Lichter, die normalerweise hier sind. Ja, die da eben sind. Aber das hier bildet auch einen Fall, wenn man das genau sieht. Das Licht. Geht man hier hin, findet nichts. Geht ein Stück nach links und man findet eine Röhre. Ist das böse oder was? Das findet man dann auch raus im Verlauf des Spiels. Vor allem in der letzten, nee, vorletzten Welt wird einem nochmal angedeutet, dass, ja, dass es hier was in der Art gibt. Dass es hier noch ein Secret gibt, falls man es dann echt noch nicht gefunden haben sollte. Dazu mehr später im LP, wenn wir dann echt in dieser Welt sind. Und das hier ist der Kasten, der uns gestattet,
Ups. Unsichtbar zu werden. Nicht wundern, warum ich jetzt hier hingehe und einer in den Saal kommt. Das ist ein unsichtbarer Lichtkegel. Diese Lichtkegel erscheinen nur, wenn ich gleich einen bestimmten Knopf drücke. Nämlich diesen Knopf. Dann werden die sichtbar für einen. Aber auch nur für eine Zeit. Und man muss alle einmal besprungen haben, quasi. Das ist die 2. Gucken wir eben, wo die anderen Lichtkegel... Okay, da konnten wir jetzt nicht sehen. So, da ist einer. Da ist einer. Und da ist einer. Gut, da hätten wir sie doch schon gefunden. Aber dafür muss man nicht mehr unsichtbar sein. Sonst einfach nur drauf haben. So, ein weiterer Lichtkegel fehlt noch. Der war auf der anderen Seite. Können wir uns eben ganz einfach holen. Einfach mal das noch nehmen. Weil ich mag die Musik irgendwie. Piep, 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 piep. Na, 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 Faschisten sind toll. Hey, was soll das? Nein, okay, es war nur Spaß mit den Faschisten. Da war das letzte Licht und damit schalten wir den Stern frei. Beim anderen Switch waren es 6 rote Münzen. Hier ist es eine etwas andere Aufgabe, aber das ist ja nicht schlimm. Denn wenn die Aufgaben sich nicht immer wiederholen, das ist doch auch mal was ganz Abwechslungsreiches. Cool. Cool ist cool und Geiz ist geil, so. One of the Secret Stars nennt sich das. Eigentlich könnten wir jetzt noch andere Sterne holen, die wir vorhin noch nicht holen konnten. Die ich dann ausgelassen habe. Aber ich glaube, ich werde erstmal die Welt hier fertig machen. Denn Gloomy Garden ist ja eigentlich eine einfache Welt. Okay. Auch wenn die sich eigentlich schon vom Schwierigkeitsgrad... sagen wir mal so, wenig abhebt von den vorherigen Welten. Wie schon mal erwähnt. Aber es geht eigentlich. Es geht. Man kann die 100 Münzen zusammen mit den roten Münzen hier machen, aber ich finde es einfacher, die 100 Münzen in einer normalen Mission zu machen. Deswegen werde ich die auch wirklich jetzt einzeln angehen. So. Gut, es fährt jetzt direkt die Route zu diesen roten Münzen, aber wir müssen uns auch beeilen. Wir dürfen nicht zu lang weg sein von der Plattform, weil sonst verschwindet sie nämlich. Sie fängt dann an zu blinken und dann plötzlich hat sie Masern und dann ist sie weg. Gut. Der nächste... Ja, da. Gut. Und der Bu will uns da wohl ein bisschen behindern dann gleich, aber das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird er uns nicht. Wow. Cool. Ich hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass ich vorbeispringe. Oh, du Böser. So. Das habe ich jetzt auch schon mal geholt. Nicht verschwinden, böse Plattform. So. Das Buch ist irgendwie weggeflogen, das Paper Mario Sprite. Naja. Wenn man es mag, dann kann man ja wegfliegen. Ist ja ganz gechillt eigentlich, oder? Ja, wegfliegen, doch. Doch, ich würde auch manchmal gerne in die Freiheit fliegen und einfach mal frei sein. Und nein, ich möchte kein Freier sein, ich möchte einfach nur frei sein, habe ich gesagt. So. Zack. Nein! Wow! Ich dachte, ich wäre... Man meinte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich lege in einen Sonntag 2 bis 3. Oder auch mal 2. Ich weiß nicht, wie das Lied ging. Aber egal. So eine Art. Wow. Das war echt knapp mit dem Bu gerade. So. Und die letzte ist da oben. Schön. Die Mission ist doch eigentlich gar nicht mal so anstrengend. Man kann sie sich eben auf der Zunge zergehen lassen. Weil sie eigentlich schnell vergeht und schnell fertig ist und so weiter. Sie verläuft flüssig. Gut. Aber ich kann euch sagen, das Let's Play wird nicht weiterhin so schnell laufen wie bisher. Denn, ja, es kommen demnächst kommen jetzt echt schwierigere Welten. Auch wenn das hier schon eigentlich eine schwerere Welt ist. Aber die Welt ist dann noch, doch noch mal verhältnismäßig noch ein Riesenbatzen einfacher als die Welten, die am Ende des Spiels kommen. Deswegen kann ich das hier eigentlich noch sehr gut, könnte man meinen. Bling. So, und hier rauf. Und zack, haben uns das geholt. Und damit 35 Sterne. Congratulations, Mario, du bist ein Hengst. Jetzt ist es offiziell. Jetzt ist es wirklich offiziell. Boah, gerülpst. Beziehungsweise, ich hab's zurückgehalten, so ein bisschen. Mehr oder weniger. Come the Angry Eye, das ist ein Witz, diese Mission. Einfach nur um das Auge rumlaufen. Und geschafft. Und gestorben! Oh, scheiße, Husten. Alter. Boah, was war das gerade bitte für ein Fail? Traurig sowas, aber... Traurig, aber wahr.
Achso, da ist sie ja, die Pupille von dem Auge. Bist du gerade high oder so? Ey, verdammt. Okay, das Auge hat gerade ein bisschen gebuggt anscheinend. Naja, wenn man zu viel ASI-TV guckt, dann buggt man halt ein bisschen durch die Welt und dann ist alles vorbei. So mein Liebster, ich weiß ja nicht, ob du schon wusstest, aber... Hä? Wieso buggt das Auge jetzt die ganze Zeit? Das hatte ich aber beim ersten Durchspielen schon dreimal hintereinander direkt und deswegen habe ich mich auch so gewundert, warum das alles nicht funktioniert und habe geflucht und geflucht und geweint und geschrien und jetzt geht's wieder. Jetzt darf man nur nicht sterben, bitte. Geschafft. Eigentlich sehr einfach, auch wenn wir gerade dreimal gestorben sind bei dieser Mission. Da waren es drei, weiß es gar nicht. Damit hätten wir diesen Stern verdient und so weiter und so fort. Hurra. Gut. Ich könnte jetzt die 100-Münzen-Mission machen, aber ich weiß nicht, ob das die Zeit überhaupt noch dafür reichen würde. Deswegen werde ich noch ein paar Missionen machen, die ich jetzt mit diesem neu freigeschalteten Secret machen kann. Die ich vorher noch nicht machen konnte. Die eigentlich mehr oder weniger sehr einfach sind. Mehr oder weniger, meine ich. So, und durch hier, durch das Gitter, per diesem unsichtbaren Machtteil. Hey, lass mich runter! Ich hab nicht gesagt, du könntest in mein Haus einfach eindringen. Wie bist du hier überhaupt reingekommen? Guck mal, nimm diesen Stern und geh weg. Okay, nehmen wir diesen Stern und freuen uns an unserem Leben! Leben! Ja. Empower Star. Secret Hidden Star. Gut, und da kommt man jetzt letzte Mal so ohne raus. Ohne dieses unsichtbare Teil. Mag jetzt seltsam sein, ist aber so. Traurig, aber wahr. Gut, dann gehen wir mal in diese Welt, denn hier gibt's noch... tatsächlich noch zwei Missionen, die wir noch nicht haben. Schade sowas. Gut, eine Mission können wir, glaube ich, mit diesen Metallblöcken machen. Also hätten wir schon am Anfang dieses Parts machen können. Und einer aber auf jeden Fall mindestens durch diese... aus der Geist der Welt. So. Jetzt hier ein paar Hechtsprüngchen. Und nicht von dir getötet werden. Denn das wäre dreist. Wenn ein so ein Vieh wie dich mich töten könnte. Eigentlich eine sehr kindische Mission. Wenn man ehrlich ist. Aber das habe ich beim Angry Eye auch gesagt, deswegen bin ich leid. Mamma mia! Oh, was? Einspruch? Oder so? Ach, Kacke. Naja, egal. Ich war sogar schon oben, Alter. Oh, okay. Ich hoffe, darüber habt ihr euch jetzt noch amüsiert. Auf diesen Fail gibt's einfach mal einen Like. Oder so in der Art. Okay, das war jetzt echt... Alter, was soll ich dazu eigentlich sagen? Oder genau, zu dir. Was soll ich zu dir sagen? Jetzt habe ich noch so wenig Leben. Das kotzt mich jetzt schon wieder an. Weil jetzt kommen eigentlich erst dann demnächst die Welten, die scheiße schwer sind. Und deswegen... es ist blöd, jetzt schon so viele Leben zu verlieren. Und ich sehe, dass ich schon vor Ewigkeiten angeschrieben wurde. Ich möchte nicht wissen, wer es ist. Wenn's Rappi ist, tut mir leid, mein Lieber. Wenn's meine Freundin ist, tut mir leid, Süße. Wenn's ein Scheiger ist, dann tut mir leid, Opfer, dass ich gerade getötet habe. Jai! So, jetzt passen wir auf dich auf. Zack. Bist du tot. Gut, wie einfach das einfach ist. Ich möchte jetzt keine... ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt einen Let's Player, der hat hier schon gesafe stated. Du, du, du. Wow. Mario, was ist gerade so schwer daran gewesen, da hochzugehen? Ich habe jetzt keinen Bock, Game Over zu gehen hier. Was zum...
Ficken? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, und da werden wir schon wieder mit Mario Star Road. Okay, was sage ich eigentlich? Hier werden wir schon wieder. Ich meine, komm, ich meine, für euch ist jetzt eine halbe Sekunde vergangen oder so mit diesem Schnitt. Egal. Ich hoffe, dieses Mal buggen wir nicht da so behindert in diesem Scheiß. Bei sowas einfach nur die ROM neu starten. Deswegen ist ja nicht so schlimm, man. Ja, es saved ja eigentlich nach jedem Stern, weil da drückt man ja eigentlich einfach auf Ja, weil der Speichervorgang dauert ja keine Sekunde, also. Von daher ist es nicht so schlimm, dass es hier so buggt. Weil das ist ein Sunshine so, wo ich einfach mal nicht speichere, weil ich mehr Parts hintereinander aufnehme dann. Ach, Moment! Jetzt muss ich erst wieder die Kamera richtig einstellen. Damit ich nicht depressiv werde bei dieser schlechten Kamera. So. Ich möchte den Part jetzt aber auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, deswegen würde ich das jetzt einfach gern abschließen hiermit. So. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich kann mich gerade schlecht drehen. Das hasse ich auch immer, dass man sich so schlecht drehen kann. So, und damit hätten wir es aber auch geschafft. Es hätte schon First Try sein können, weil das sah so am besten aus, aber dann haben wir es halt doch erst jetzt geschafft. War es auch eigentlich wieder nicht so schlimm. Gut, da haben wir eben noch den letzten Stern in Welt 2. Der eigentlich auch geschenkt ist. In der Unterwasserhöhle. Ja, und diese Unterwasserhöhle ist... Ja, wie wird man sie erreichen, wenn ich diesen Stern vorher noch nicht machen konnte? Dreimal dürft ihr raten. Ja, mit einer Packung Mauarm. Die muss man sich nämlich... Das ist neben sich liegen, da muss man die Cam anmachen und dann hat man gewonnen. Nee. Bin ich eigentlich behindert? Okay, Moment, nochmal zurück. Oh, ich bin gerade so unaufmerksam, merke ich. Moment, ich bin unaufmerksam. Wie kann ich denn was merken? Gott, das ist gruselig. So. So, eben runter hier. Und dieser Stern ist einfach nur geschenkt. Schaut euch das mal an. Hier ist er schon. Naja, was soll man sagen? So. Gut. Wieso bin ich gerade in die Welt reingesprungen? Oh Gott! Ich kriege ja gar nichts mehr mit gerade. Gut, ich werde nur noch einen Stern holen und dann ist der Part nach ein paar Minuten zu viel auch dann vorbei. Aber da der dritte Part ja nur 18 Minuten oder sowas lang war, habe ich den jetzt hier ein bisschen länger gemacht. Ist natürlich alles geplant gewesen, logisch. Ironie. Gut, eben hier noch einen Stern holen, den ich eigentlich schon vorher holen wollte, wo ich den Metalldings freigeschaltet habe, aber da habe ich mich doch irgendwie vertan. Hoch, rüber, eben das Ding holen. Und dann ist der auch schon wieder geschenkt. Traurig, oder? Andererseits freut es mich, aber andererseits... kann man sich da nicht was einfallen lassen? Naja. Nicht so schlimm. Wir haben 40 Sterne, eine schöne Zahl zum Beenden. Falls euch der Part gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Würde mich und das Projekt sehr unterstützen. Und ja, kommentieren kann nicht schaden. Bis zum nächsten Mal mit Mario Star Road. Ciao.